Genau. Super für den Truck hier. Die Steine sind immer noch eine scheiß Sache. Der Anhänger kann sich da festfahren, wenn man Pech hat. Aber heute fühle ich das Glück einfach auf meiner Seite und deswegen wird das jetzt auch funktionieren, sage ich ganz ehrlich. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play SnowRunner Rover Truck Simulator, Folge 463. Es geht weiter mit dem Dorf und dem Kolob und dem zweiten Kolob. Wir wollen wieder in Aktion gehen auf der Map Tschernokamensk. Wir wollen die Werkstatt fixen und dann wollen wir den Zix uns beschaffen. Muss ich mal gucken, ob das überhaupt geht, ob man da eine bestimmte Mission für machen muss einfach oder ob man den einfach irgendwo finden muss. Ich habe keine Ahnung, ich werde es mir jetzt angucken. Ich wollte es zwar nicht machen, aber die Zeit tickt, Freunde. Phase 5 steht quasi in den Startlöchern. Kann sich nur noch um einige Wochen handeln, bis das Ganze dann released wird. Und bis dahin müssen wir den Truck haben, denn den werden wir natürlich mitnehmen auf die fünfte Phase und auch auf alle weiteren Phasen, weil der soll nämlich echt gut sein und ich habe keinen Bock auf den zu verzichten. So, also. Ich hole erstmal den Truck hier hin. Wir müssen jetzt vor allem ein bisschen Sprit sparen. Die müssen ja bis zur Werkstatt kommen, die Dinger. Und dann nehmen wir den Adsorf doch mal für eine weitere Tour, um die letzten Rohre zu holen. Und dann können wir theoretisch auch erstmal auf den anderen Maps was machen. Größere Aufgaben zum Beispiel oder so. Mehr Zugkraft. So, der hat die wichtige Ladung, die drei Rohre. Ich werde wahrscheinlich den anderen Kolob diese Ladung hier geben. Weil der ein bisschen stärker ist und das dann einfach besser ist, wenn der das macht. Aber als Bote ideal, die zu holen. Dass er auch voll getankt war, direkt an der Tankstelle stand, das war natürlich auch sehr gut. So. Wie machen wir das? Ich werde den Azov jetzt wieder vorschicken. Ah, ich muss mal ein bisschen bequemer hinsetzen. So, perfekt, Alter. Kann sich echt gönnen, wenn man will. Echt, das ist das Licht hier. Eieiei, der braucht mal ein bisschen hier ein paar Anbauten. Dem kann ich jetzt auch erstmal eine Weile fahren. Ach, perfekt, er hat den Motor wieder angemacht. Finde ich das toll. Wenn die Trucks die Befehle mal zweimal nehmen. So, das ist ja noch eine ganz schöne Tour hier. Und wir können die Anhänger auch erst hier vor der Auffahrt tauschen bei den Kolobs. Da kann nämlich der Kolob, mit dem wir dann zur Werkstatt wollen, ein bisschen Sprit sparen, wobei wir mit beiden dahin müssen. Also müssen wir mal gucken dann, wie die Reserven noch aussehen. Scheiße, jetzt wollte ich hier gar nicht fahren. Naja. Aber selbst das juckt den halt auch nicht. Also von daher ist tatsächlich ein bisschen Wasser dann trotzdem, aber egal. Ja, wir können ruhig die ganze Weile fahren, ne? Also. Folge ist auch noch schön jung.
Hier wäre jetzt eine höhere Topspeed natürlich schon nicht schlecht. Das muss man, denke ich, mal sagen. Das ist auch entspannt. Genau, die Werkstatt. Jetzt auf dem Berg. Hey. Die Steine, ey. Ein ewiger Segen. Nicht. Ewiger Fluch, wollte ich sagen. Alter, Kacke. Ah ja, und hier geht's schon hoch, ne? Tatsache, hier geht's schon hoch. Das ist ja echt flott. Da könnten wir theoretisch das hier schon abschließen, aber machen wir jetzt erstmal nicht. Oder? Ich glaube, ich mache das sogar. Dann mache ich das jetzt erstmal fertig und fahre dann mit dem noch direkt weiter und da hol das Rohr. Mach den auch schon durch. Perfekt, Alter. Müssen wir eh irgendwann machen. Ist ja egal, wann wir was machen. Aber jetzt bin ich gerade mit dem Truck in so einem schönen Vibe. Und wir können den schönen Rückweg wieder nehmen. Mit leerem Anhänger haben wir ja nichts zu verlieren. Müsste also passen. Wobei wir den Truck ja nicht zurücksetzen können, bis die Werkstatt fertig ist. Danach ist das endgültig kein Problem mehr. Aber das ist noch nicht ganz fertig. Da steht auch irgendwas. Ein Traktor oder so. Ja. Aber der fährt jetzt hier ganz schnell zur Werkstatt. Der macht das ja flott. Ja, die Auffahrt ist zwar ein bisschen lang und so, aber im Prinzip ist es jetzt nicht ganz so schlimm, weil zur Werkstatt müssen wir ja in Zukunft nichts mehr liefern. Ja, hier ist der Weg. Hin würde ich hier jetzt nicht fahren. Den fahren wir nur auf dem Rückweg. Die Ruckler sind auch verschwunden, finde ich auch schön. Wie gesagt, ist es nicht immer richtig erklärbar, warum. Also, ich finde einen Controller hier. Wo zockt man SnowRunner? Eine Anleitung. Ja, Spaß. Oh, die Brücke kommt. Da muss man sich ja jetzt doch nochmal. Dem Achter halt auch wieder so eine Geschichte. Weiß ich einfach nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber letzten Endes müssen wir es wohl rausfinden. Ja. Letzten Endes finden wir es raus. Okay. Nur noch die Kurve und dann fehlt nur noch eine Sache, die vier Rohre und die kümmern wir uns noch in den nächsten Folgen. Zwei Kollops müssen natürlich noch eine ganze Weile fahren. Und die Anhänger müssen hier hoch, also allein schon, um sie zu verticken, dass wir dann die Trucks auch ohne die Anhänger wieder woanders nutzen können. Das wäre sehr wichtig. Und ich glaube, dass sie es schaffen. Und wenn ich schon dran glaube, was kann da wohl schief gehen? Belastend auf jeden Fall, sage ich so, wie es ist. Aber wir sind zuversichtlich und dann wird es auch klappen. So, der Zoff hat sich auf jeden Fall hier wieder voll und ganz bewiesen, ein fester Bestandteil unserer Fahrzeugflotte zu sein. Und den werden wir auch benutzen. Den anderen Kollop würde ich auch gerne nochmal testen. Diesen Kollop mit 5.
Dingern. Da meinten aber viele, dass die Bumper vorne ziemlich beschissen sind. Müssen wir mal gucken, ob das... Ich hatte Probleme sehr selten gehabt. Aber gerade bei solchen Maps hier wird es einem auf die Füße fallen, glaube ich. Es gibt doch auch noch einen Don-Truck, glaube ich. Also wir haben auch noch lange nicht alle Trucks getestet, glaube ich, richtig. Also... So, die werden wir erstmal schnell los. Genau. Jetzt tanken wir den auch wieder auf. Ich hole nochmal einen hier Wartungsanhänger. Parieren. So, dann kann ich nochmal den Zoff auftanken. Ist ja erstmal nicht so schlimm. Wartungsanhänger weg und dann mal den und los. Und den schnellen Weg. Ja, die Warnleuchten kann man mal anmachen. Ist auch mal ganz nett. Den relativ schönen Weg können wir wieder zurückfahren. Der klappt ja. Ohne Risiko ist es auf jeden Fall ein guter Weg für Trucks bis zu dieser Größe. Alles, was drüber ist, kann ich einfach nicht empfehlen, weil das wird mit dem Stein am Ende natürlich nichts. Der eine Stein. Hier könnte man überall mit dem Achter fahren, ganz locker. Aber da die Steine am Ende, die verhindern dann, dass man da durchkommt mit einem fetten Kollob. Der schon so ein paar Kilochen mehr auf den Rippen hat. Ja, vielleicht schaffen wir es diesmal sogar ohne Winde, wäre geil. Geil, aber wird glaube ich nicht so. Ja, ein bisschen mit Winde, dann passt das. Genau, super für den Truck hier. Die Steine sind immer noch eine scheiß Sache. Der Anhänger kann sich da festfahren, wenn man Pech hat. Aber heute fühle ich das Glück einfach auf meiner Seite und deswegen wird das jetzt auch funktionieren, sage ich ganz ehrlich. Perfekt. Perfekt. Das war ja wieder typisch jetzt. Klappt's wieder nicht. Ah, doch, jetzt. Ja, das ist, was ich meine. Das kann halt dann ganz schnell passieren. Und mit einem Achter, dann kriegst du den ja gar nicht mehr. Also, es ist dann. Ist dann nicht empfehlenswert, auf jeden Fall. Sollte man es lieber lassen und dann. Aber nur 24 Liter gebraucht, da unten, also nicht schlecht. Geht auf jeden Fall wesentlich schneller, ist angenehmer. Weil ich nicht weiß, ob es wirklich so viel schneller ist. Man muss zumindest die Brücke nicht fahren. Und wenn man halt durchkommt, dann ist es halt auch schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir in den 6 Minuten noch kommen. Vielleicht schaffen wir es sogar schon bis zu dem Rohr. Dann gibt es aber auf dieser ganzen Map weit und breit keine kleinen Rohre mehr, glaube ich. Aber es ist nicht so schlimm. Wir werden die dann auch erstmal eine längere Zeit nicht mehr brauchen, glaube ich. Weil wir dann sowieso demnächst auf die 5. Phase umsteigen, wobei es ein paar Folgen noch geben wird hier sicherlich. Also das ist dann, ja, denke ich mal, nicht das Problem.
Von daher, alles tipptopp. So, dann. Mal fahren. Wir müssen ja den Umweg fahren, ne? Wir müssen den Umweg fahren. Da, wo die Schienen sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Das sollte eigentlich auch direkt hier sein. Dann wären wir in dem Fall ja schon so gut wie durch. Dann schaffen wir das sogar noch aufzuladen. Dann muss das nur noch zur Werkstatt. Der Kolob muss zur Werkstatt, der andere auch. Dann sind wir eigentlich erstmal hier durch. Haben alles gemacht, was wir wollten. Da sind schon die Schienen, also es ist wirklich direkt hier. Jetzt könnte man natürlich wieder versuchen, da diese eine Strecke da zu nehmen, aber nein, 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 nein. Lassen wir. Machen wir nicht mehr. Dazu ist es zu oft schief gegangen. Einmal nehme ich einmal zu viel. Und der Weg hier ist jetzt nicht der große Umweg. Weil es so geil wäre, wenn man da durchfahren könnte, aber es geht halt einfach nicht. Die Entwickler haben sich gesagt, nö, das funktioniert hier nicht. Dementsprechend müssen wir mit leben und dann dementsprechend hier jetzt die kleine Umleitung fahren, die ja zum Glück funktioniert. Relativ einfach, relativ schnell und relativ entspannt. Unter Kontrolle. Alles gut. Ach nee, das ist ja doch noch ein ganzer Weg. Ich dachte, das wäre nämlich genau hier, aber das ist schon... Das ist schon noch ein gutes Stück. Aber wir brauchen ja nur ein Rohr. Das ist... Naja, ist natürlich jetzt schade, dass wir das jetzt alles extra fahren müssen. Hätten wir mit dem einen Kolob mitnehmen können, aber wusste ich jetzt nicht. Theoretisch hätten wir es auch mit dem hier mitnehmen können, schon die ganze Zeit, ja. Fällt mir gerade so auf. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Hätten wir uns jetzt ersparen können. Aber egal, ist jetzt nicht schlimm. Oder so. Geil, Alter, warum ist da... Ne, es ist ein Steg oder keine Brücke. Da unten. In England, hallo? Ne, 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 rechts. So, genau. Ja, richtig, das war eine ganze Strecke. Aber zum Glück hat man hier diesen Außenring, wo man auch ganz entspannt durchkommt. So, da hoch und da sieht es doch schon gut aus. Ich glaube, da ist es sogar, schaffen wir noch die Folge, das aufzuladen. Nächste Folge ist das dann weggeladen und die Folge drauf ist dann der eine Kolob vielleicht schon soweit. Man weiß es nicht. Habe ich aber Bock drauf. Ja, dauert auch ein bisschen länger, als ich noch vor ein paar Folgen dachte. Es ist halt die Distanz, die es macht, ne? Die unfassbar hohe Distanz, die immer zurückgelegt werden muss. Da denkst du halt anfangs nicht dran, ne? Auch wenn du hier relativ einfach und zuverlässig fahren kannst, aber... Es ist dann doch schon immer relativ zeitaufwendig. Und das ist halt auch das, was SnowRunner so ein langfristiges Projekt macht, weil diese Aufgaben, die dauern halt alle Ewigkeiten. Dann hast du natürlich auch entsprechend viele Maps zur Auswahl, aber da ist es auch sehr schön. Ja, und so kommst du dann halt. Also ich meine, wir nähern uns der halben 1000, ja. 500 Folgen, sind nicht mehr weit weg. Einen Monat noch, dann haben wir einen guten Monat für euch. So, da kommt er täglich, 16 Uhr. Einschalten nicht vergessen. Ja, ne? Dann mal 500 Folgen. Und dann
beginnen wir höchstwahrscheinlich mit Phase 5 von 8. Okay, das ist jetzt nicht gut. Boah, danke. Danke, Baum, hast mir gerade den Arsch gerettet. Komisch, der Hinweg war so gut eigentlich und jetzt der Rückweg, da zickt er. Na, egal. Wir laden noch das Rohr auf, Freunde, und dann machen wir den Rückweg in der nächsten. Sollten wir dann auch zur Werkstatt schon komplett schaffen in der nächsten Folge. Belastend. So, da ist der Derry Longhorn. Hier sind wir. Nicht mal 100 Liter verbraucht. Entsprechend locker die Reserven für den Rückweg. Und damit, Freunde, würde ich auch wieder sagen, was ist das für die Folge? Von SnowRunner, wir laden es noch ganz kurz auf und in der nächsten Folge fahren wir das Ganze dann sicher an die Werkstatt und dann muss nur noch der Kolob diesen Weg schaffen. Das wird auch nochmal eine etwas kritische Sache, würde ich schätzen. Aber wenn wir uns da konzentrieren, müsste das eigentlich locker hinhauen. In diesem Falle, danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.